Die zweite Qualitätsstufe sind natürlich unsere Federspielweine. Unsere beide Weißweine, die wir heute trinken dürfen, sind aus der Kategorie Federspiel, weil Steinfeder waren uns zu leicht, Smaragd waren uns schon ein bisschen zu hoch. Also haben wir so die mittlere Klasse genommen, dass sie nicht gleich die Frischluftbatschen beim Hinausgehen kriegen und dann den Rest des Tages alle gut unterwegs sind. Ich glaube, das ist so schon ein ganz guter Level. Federspielweine enthalten zwischen 11 bis 12,5 Prozent Alkohol. Also auch nicht gerade so wenig, aber immer noch im Rahmen. Und der Name Federspiel kommt natürlich aus der Falkenzucht, denn die Damen und Herren, die früher bei uns auf den Burgen und Schlössern gewohnt haben, haben natürlich auch nach Hobbys gesucht, die Spaß machen. Es gab ja kein Kino und kein Fernsehen und sofort gehen wir auch nicht drin. Also hat man sich andere Hobbys gesucht und irgendwann hat sich die Falkenzucht zu einem der beliebtesten entwickelt. Und wenn sie mit den Falken dann zur Jagd gegangen sind, war es natürlich immer wieder relativ schwer, den Falken dazu zu bringen, von alleine zurückzukehren. Denn der hat sich gedacht, so, jetzt kannst du mich mal 5 Minuten gern haben, ich genieße meinen Freiraum, den ich da oben in der Luft habe. Und damit musste man sich einen Trick einfallen lassen, um ihn wieder anzulocken. Und man hat ganz einfach einen Strohball genommen, diesen außen mit Leder umzogen. Daran hat man dann einfach Federn befestigt, das Ganze natürlich an einen Strick gebunden und in der Luft geschwungen. Und dieses Schwingen in der Luft, um den Falken wieder anzulocken, das ist das Federspiel. Und danach erhielt auch unsere zweite Kategorie ihren Namen. Die dritte Kategorie sind die Smaragdweine. Und die Smaragdweine sind natürlich auch die besten Weine, die Sie hier bei uns in der Wachau trinken können, wenn Sie mal zum Heurigen kommen. Smaragd, das Beste, was er natürlich hat, aber trinken Sie den mit Vorsicht. Wenn Sie da wirklich mal ein Glas zu viel erwischen, ich kann Ihnen das garantieren, ich habe es häufiger schon gesehen. Die anderen, die mit Ihnen dabei sind, haben dann den restlichen Abend wirklich viel Spaß mit Ihnen. Das können Sie mir glauben. Denn Smaragdweine beginnen ab 12,5% und aufwärts. Also wirklich schon mehr für den Genuss gedacht. Und sie sind natürlich nicht nur in der Kategorie hier das Höchste, sondern ebenso vom Alkoholgehalt und der Qualität ganz klar. Habe ich ja schon gesagt, Alkohol 12,5% aufwärts. Und der Name Smaragd kommt natürlich nicht vom Edelstein, sondern, weiß es wer? Von der Eidechse. Richtig. Einer draufgepasst, sehr schön. Unsere Smaragd-Eidechsen sind natürlich der Grund für den Namen Smaragdweine, denn bei uns in der Wachau haben Sie hoffentlich diese wunderschönen Weinterrassen sehen können. Dazu gehören natürlich auch nach aller Tradition von Hand verlegte Steinmauern und es sind Trockensteinmauern und diese haben natürlich dadurch auch kein Zement oder irgendwas dazwischen, sondern nur die Mutter Erde und dadurch haben die Tiere auch die Möglichkeit bei uns sich ein Zuhause zu suchen und die Smaragd-Eidechse hat dies getan. Sie hat sich hier gemütlich gemacht, hat gesagt, hier fühle ich mich wohl, hier will ich bleiben. Und wenn man sie mal zu sehen bekommt, sollte man in dem Falle das Männchen gesehen haben. Denn da ist das Männchen wirklich ein bisschen farbenprächtiger, weil es hat einen blauen Kopf und einen grünen Rumpf. Und wenn dann die Sonne ein wenig drauf scheint, funkelt es ein wenig wie ein Smaragd. Deswegen Smaragd-Eidechse. Und weil sie sich nicht so vermehren, wie wir es uns gern wünschen würden, und wir nicht allzu viele haben, die höchste Qualitätsstufe, ihr zu Ehren benannt, Smaragdweine nach unseren Smaragd-Eidechsen. Damit möchte ich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Wir probieren jetzt mal die Probe Nummer 2. Unseren Riesling. Riesling ist ja nun weltweit ein bekannter Wein. Grüne Berliner eigentlich mittlerweile auch, aber Riesling noch ein bisschen mehr. Allerdings ist es beim Riesling so, dass der nicht ganz so ertragsreich ist. Denn der Riesling, der hat kleine Trauben und große Kerne. Beim Grüne Berliner ist es genau umgekehrt. Da haben wir große Trauben und kleine Kerne. Das heißt, wenn wir den beide verarbeiten, kriegt man beim Grünwediner mehr zum Trinken raus. Da uns der Riesling aber genauso gut schmeckt, haben wir gesagt, wurscht, bauen wir gleich mit an. Und damit können wir heute auch direkte Vergleiche mit dem Wachauer Riesling anstellen. Denn den ersten Unterschied zum Grünwediner sollten wir schon in der Farbe erkennen können. Wenn wir das Glas etwas gegen das Licht halten und dann mal nach der Farbe schauen, dann sollten wir sehen können, dass der Riesling eigentlich schon eher so ein Goldgelb in der Farbe ist. Also beim Tageslicht geht es wahrscheinlich eben ein bisschen besser. Aber der zweite Unterschied ist nicht mehr abzustreiten. Bei denen erhalten wir, indem wir das Glas etwas schwenken und dann mal dran riechen. Der Riesling ist ein fruchtiger Wein. Und man sollte sofort ein bisschen Steinobst in der Nase haben, was natürlich reife Weingartenpfirsiche sein können oder Marillen. Und die Marille, werden Sie wahrscheinlich auch schon erfahren haben, gehört natürlich genauso zu Wachau wie Ihre Weine.
ist genauso bekannt dafür. Im Juli, Ende Juli, Anfang August haben wir natürlich die Marillenernte beendet und haben seitdem fleißig produziert von dem, was wir hatten, damit wir übers Jahr schon versorgt sind damit. Marmelade, Schnaps und Likör. Und da haben wir sogar noch ein bisschen was übrig gehabt. Mehr als Eigenverbrauch nötig. Und dies dürfen wir verkaufen. Sie werden es nicht glauben. Wenn Sie noch ein kleines Mitbringsel suchen, was vielleicht jetzt für zu Hause für die Katze füttern oder die Blumen gießen sein soll. Wir haben natürlich hier vorne ein bisschen was aufgebaut. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen. Von der Wachauer Marillenmarmelade, vom Likör und vom Schnaps. Und ich glaube, Ihre Reiseleiterin hat Ihnen schon was über unsere besoffene Marille erzählt. Ich habe es leider nur portionsweise. Also das ist eine Portion besoffene Marille. Das ist eine Wachauer Marillenhälfte, eingelegt aus einer Mischung von Likör und Schnaps. Außen herum ist es schon Glas. Also, ja. Genau. In Deutschland heißt es Aprikosen. Bei uns heißt es halt Marille. Was Besonderes ist. Also das wäre eine Portion besoffene Marille. Das Glas kostet zwar 3,90 €. Aber wie gesagt, das ist draußen kein Plastik. Das ist wirklich auch schon Glas dabei. Also ich denke, dann hat man auch immer eine ewige Erinnerung, wenn man ihn halt schon ausgetrunken hat. Wenn man sich trotzdem noch an den Urlaub erinnert. So viel dazu. Antidepressiver für den Winter ist eine reine Medizin. In dieser Größe wahrscheinlich auch sehr nützlich. Immer gleich taschengerecht und unterwegs. Natürlich auch alle Travelle, die wir heute probieren, können Sie vorne in Flaschenform kaufen. Und wenn Sie sagen, dass Ihnen unser Karl besonders gut gefallen hat, natürlich haben Sie auch dort die Möglichkeit, ein bisschen was mitzunehmen. Allerdings nicht vom Karl selber, weil den brauche ich nämlich. Aber er hat natürlich eine CD produziert und darauf war ihm sehr wichtig, dass wirklich nur ein typisches Lied aus der Wachau dabei ist. Ebenso die Musik, die er Ihnen heute vorspielt, ist mit drauf aufgepresst, um das vielleicht so zu sagen. Und damit ich Sie überzeugen kann davon, dass der Karl auch ohne Akkordeon singen kann und nicht nur als Model gut taugt, lasse ich ihn jetzt auch ein Ständchen ohne das Gerät singen, nicht spielen, ist ja dann nicht mehr spielen, nur mehr singen. Wenn wir alle ganz leise sind, können wir auch dieses Flair von der Weinverkostung so ein bisschen mit reinlaufen lassen. Und im Anschluss dazu gibt es noch einen typischen Klang aus der Wachau. So Wein Dorin in mir, o Wein Dorin in mir, es wird einmal a Wein do sein, jo wann ich ihn immer bin. Es wird einmal a Wein do sein, jo wann ich ihn immer bin. Und manches Mal, da möcht man a schöne Idee dazu. A dir, a göt a wein, a dir, a göt a wein, die sind drei Ding, die möcht man haben, nur darf man's nicht verschreien. Die sind drei Ding, die möcht man haben, nur darf man's nicht verschreien. Ein Prost mit harmonischen Gange, ein Prost mit harmonischen Gange, ein Prost mit harmonischen Gange. Der Klang der Gläser. Denn wenn Sie hier bei uns zu einem Heuring mal vorbeischauen, dann werden Sie, ich denke, sehr häufig feststellen müssen, dass der meistens ziemlich voll ist. Und mit viel Glück hat man noch irgendwo einen Tischlein, wo zwei Plätze frei sind. Und wenn man sich dann sagt,
mir egal, ich bin im Urlaub, ich will die Zeit einfach genießen, ich setze mich mit dazu, es macht mir überhaupt nichts aus, kommt man natürlich auch irgendwann mit den anderen ins Gespräch und irgendwann kommt auch der Moment, wo man dann mit ein paar Gutachtereien vom Wirt auf eine neu gewonnene Freundschaft hier in der Wachau anstößt und man dann ebenso diesen wunderschönen Klang der Gläser in den Ohren hat. Ich weiß nicht, ob Sie genau verstanden haben, was der Karl Ihnen am Anfang vorgesungen hat. Das erste Stück hat natürlich nichts mit Rimini zu tun, sondern heißt eigentlich O Wein, Rim in Mi. Ja genau, jetzt macht das Ganze nämlich auch einen Sinn. Ist ein wahnsinnig altes Lied. Ich glaube, an dem Satz A Göt, das haben wir genug, konnten wir es eigentlich recht gut erkennen. Weil vor 100 Jahren hat das, glaube ich, noch ein bisschen anders ausgeschaut als heute. Denn genauso alt ist das Lied. Und es ist ebenso ein typisches Heurigenlied hier aus der Wachau. Denn es hat jemand bei einem Heurigen gesungen, wo es ein anderer gehört hat, der es beim nächsten Heurigen gesungen hat. Und genauso hat es seine Runde durch die Wachau gemacht und ist mit eines der typischen Lieder hier in der Wachau geworden. Ich werde jetzt wieder an unseren Karl abgeben und er wird Ihnen jetzt natürlich wieder mit Akkordeon das Lied von Rossatz spielen, wobei Rossatz eine kleine Ortschaft gegenüber von Dürnstein ist. Und dabei geht es um einen jungen Mann, der bei einem Heurigen sitzt und über sein Leben nachdenkt. Was hat er bis jetzt erreicht? Was will er eigentlich im Leben noch erreichen? Beziehungsweise was braucht er, um ein schönes Leben zu haben? Und je mehr Zeit er braucht, um darüber nachzudenken und je mehr guten Wein er dabei trinkt, umso leichter wird eigentlich die Antwort. Denn so wie es in jedem Lied eigentlich vorkommt, sind es genau zwei Dinge, die man benötigt. Und ich hoffe, dass halt wirklich jeder Mann seine wunderschöne Frau an seiner Seite hat. Denn das ist das Erste. Und das Zweite haben wir Ihnen bereitgestellt. Natürlich in Form von einem guten Wein. Denn diese beiden Sachen, vor allem das gute Glas Wein in der Hand, die wunderschöne Frau im Arm, machen das Leben doch eigentlich schon recht angenehm, finde ich. Ich sage dann mal Prost zum Riesling nochmal und viel Spaß mit unserem Karl.